Umgang mit Flüchtlingen war ja, was hier schnell nach erledigt. Dem Krieg, wie war es auch jetzt nicht nur mit den Ämtern, sondern auch in der Gesellschaft an sich? In der sich? Gesellschaft? Sehr schlecht. Und dann so ein Sturm- und Drang-Alter, ja, wo man sich auch mit Mädchen verabredet hat. Ja gut, die fanden mich sehr nett, nicht wahr? Langer Bursche, schlank, blond, blonde Haare. Ja. Also das war schon ein gewisser Andrang. Ja. Wenn die dann fragten, wenn man so anfing mit ihnen sich zu unterhalten. Ja, wo kommst du denn her, wo wohnst du denn? Also was war da? Ja, wo kommst du her, du bist doch kein wieder. Da sag ich, nee, ich komme aus Estland und komme jetzt zuletzt aus der Ostzone. Ja, mit Flüchtlingen darf ich nicht verkehren. Einmal ganz zu Anfang in meiner Lehrzeit, ich eine Vorarbeit für meinen Gesellen leisten musste. Und der Hausbesitzerin im Flur sagte, passen Sie auf, das ist ein Flüchtling, ich muss schnell was holen, nicht, dass er Ihnen hier was wegklaut. So Erfahrungen, die Sie jetzt schildern, eigentlich fast unvorstellbar, weil ich in einer Welt groß werden konnte, die zum Glück ohne Krieg, zumindest hierzulande, vonstatten ging. Dabei bewegt mich umso mehr, dass viele junge Leute aus anderen Ländern seit mehr als 2 Jahren in großer Zahl hier nach Deutschland kommen. Und jetzt an Sie die Frage, wühlt es Ihre Erinnerung noch mal mehr sehr, hervor? Sehr gewaltig. Natürlich habe ich eine Stimmung in mir, die mich irgendwie an der Situation zweifeln lässt. Nicht zweifeln, dass es Flüchtlinge gibt, aber Zweifel über die Darstellung dieser heilen Welt, die wir allein durch den Ausspruch der Kanzlerin hier schaffen, das gekommen ist. Unter den Flüchtlingen sind ja auch viele, zum Beispiel aus Syrien, wo eben es gar nicht absehbar ist, wie lange der Krieg dort und wie es da noch aussieht. Und genau. Ja? Also verstehen tun Sie den Hintergrund schon, Stift, aber Sie wünschen sich... Ich akzeptiere die Flüchtlinge. Aber ich akzeptiere nicht, dass unsere Systeme, egal wer, ob Regierung, Kirchen, sonstige, ja, gar nicht im Auge haben, dass das eine Situation geben kann, die uns mehr zu schaffen machen wird, als wir uns heute überhaupt vorstellen können. Und es besteht auch da die Gefahr, dass sich gewisse Ghettos bilden, weil die Leute dann sagen, wenn wir schon hier nicht so richtig, dann sehen wir zu, dass wir in Wohnungen kommen, wo auch unsere Angehörigen oder unsere Gleichgehörigen aus der gleichen Stadt sind. Mhm. Und das ist wieder ein großes Risiko.